Und damit herzlich willkommen zurück zu Visage. Es ist immer noch relativ hell hier. Ich glaube, es wird ein bisschen dunkler. Aber es ist noch angenehm. Mikrofon an, Mikros an, ja. Den Test lasse ich heute mal. Es wird gespeichert. Handy leise machen. Immer das Same hier, ne? Wenn man spielt, man weiß es, kommen die Nachrichten und die Anrufe. Weit leuchten kann sie nicht. Okay, alles. What? Oh, hier hat er wieder so viel Platz zum Laufen. Das war klar. Was ist denn das für eine Delle hier? Habe ich einen Knick in der Optik oder ist sie wirklich da? Okay. Es klemmt. Keine drinnen. Yeah. So, break it, right? I'm here with good news. Based on your behavior and recovery in the past few months, you'll be ready to leave and go home. Sounds good, right? There are just a few technicalities that need to be taken care of, but this will just take a couple days. With everything that happened, I'm sure you'll be very happy to leave this place. Er lacht nur. Dr. Schmidt. Okay, das war Rakans Zimmer. Rakan. Der Bruder von Hakan. Refresh. Exciting! Okay. Oh, ich dachte, hier wäre eine Tür. War hier eine Tür? Wieso komme ich darauf, dass da eine Tür ist? Na gut, sieht so aus wie so ein Gang irgendwie. Okay. Das klemmt. Es war wieder klar. Jetzt müssen wir hier wieder irgendwas sehen. Wir werden uns umdrehen und einen gewaltigen Schreck kriegen. Kann ich interagieren hier? Warum läuft hier der Strom? Okay, das ist einfach nur normale Programmierung. Das gehört so. Das klappt. Wasser geht auch nicht. Lampe geht auch nicht. Hier geht mal gar nichts. Ist das eigentlich Klimaanlage? Oder was? Ne, ich glaube, es sind Anschlüsse, ne? Oder Steckdosenleisten. Handling kann man sich nicht. Nein, nein. Hm.
Okay. Was haben wir mit? Genau, wir haben gar nichts mit. Das ist doch auch nicht schlecht. Da geht nichts, hier geht nichts. Wieso kommt das immer? Bin gerade ein bisschen überfragt, überfordert. Hier kann man nichts anknipsen, ne? Habe ich schon dreimal probiert. Das klemmt. Es klemmt. Wir können ja gar nichts tun. Spiel kaputt? Wir hatten das ja schon mal vorhin in diesem Raum. Nicht vorhin, aber in einer anderen Folge. Oder musste man irgendwie auf den Fernseher gucken, was entdecken? Nee, in den Spiegel musste man schauen. Warte mal, gibt es einen Spiegel? Hier gibt es nämlich keinen Spiegel. Im Spiegel schauen und dann waren auf einmal die Augen überall auf dem Boden. Ne? Das ist ja bekanntlich. Dass sich denn was tut so in diesem Spielen. Was ist das? Achso, Taschenlampe. Da ist ein Dildo rausgeholt hier. Wir können hier nichts machen. Also so rein gar nichts. Teppich habe ich noch gar nicht bemerkt. Warte mal. Lag hier vorhin der Läufer schon? Wahrscheinlich ja, ne? Hochklappen, liegt ein Schlüssel drunter oder was? Mhm. Komme gleich. Ich habe die Vermutung, hier stimmt was nicht. Weil wir können hier tatsächlich einfach scheiße gar nichts tun. Okay, es sind einfach immer neue Geräusche, die eingespielt werden. Hier von der Seite. Oh! Ach, hier sind Kratzspuren. Ey, wie man immer wieder davon ausgeht, dass irgendwas kaputt ist am Spiel, ja? Ich hätte da nicht mit gerechnet jetzt. Weil man im ganzen Spiel auch noch keinen Schrank schieben konnte oder so. Ich dachte, die Physik gibt das gar nicht her hier. Umso besser, dass es weitergeht. Nein, bist du. Digga, nimm die mit. Die Taschenlampe. Nimm die Lampe. Also das ist so blöde, ne? Die muss er doch mitnehmen. Und wo kommen wir wieder raus? Wo kommen wir wieder raus? Unten im Keller. Nicht. Okay, das ist aber so eine Tür von unserem Haus. Ey, das ist so. Warum nimmt er die Taschenlampe nicht mit?
Was ist das denn? Ein Tür, wenn mich nicht alles täuscht. Ich wusste, ich muss mich noch einmal kurz umdrehen. Ein bisschen Entfernung von der Tür und dann ändert sich das. Ich überlege mal, wie man das Spiel austricksen könnte. Rückwärts weggehen von der Tür geht natürlich nicht. Ich muss mich einmal wegdrehen und dann wieder hindrehen. Aber manchmal, ich habe schon mal versucht, das so schnell zu machen, dass man irgendwie einen Ladeübergang mitkriegt oder so. Fortschrittsgegenstand. Okay, Rakan abgeschlossen, oder was? Das klemmt. Also. Müssen uns umdrehen. Ein Loch. Und back in the hood. Ende von Rakans Kapitel. Okay, cool. Prison, wir nehmen die mal. Auch wenn ein Kapitel abgeschlossen ist, das Spiel noch lange nicht vorbei. Die Gegenstände finden. Okay. Ah, stimmt, wir haben ja noch den Stromraumschlüssel. Übrigens überlege ich, die anderen beiden Kapitel nachher doch nochmal zu spielen, weil wir sehen ja so das richtige Ende nachher nicht. Es wird ja irgendein Abspann oder so geben. Wenn ich jetzt nur Kapitel 3 und 4 mitspiele, kann sich da dann aber ein bisschen rauszögern. Kann, muss aber nicht. Weil heute mein Ersatz-Motherboard kommt. Und naja, es ist etwas unschlüssig, ne? Oder unsicher, wie gut es direkt läuft oder eben auch nicht. Das bleibt eben abzuwarten, ne? Schön entspannte Musik. Und ich wette, die ist einfach nur am Täuschen. Ja, hier gibt's bestimmt Feuerzeuge. Und nicht zu wenig. Vielleicht zwei. Und eine Glühbirne. Oh, hier ist noch ein Bild. Seltener Rahmen. Seltsamer Rahmen. Komm. Wir wollen ja nicht geizen hier, ne? Dich nehmen wir auch noch mit hier. Du kommst mal dahi. Ein Feuer in der Hand. Dann gucken wir mal. Und direkt noch eins mitnehmen. Why not? Dich. Ich mach einfach hier. Einfach, weil ich es kann. So. Sieht's aus hier? Okay, oben ist an, ja? Ah, die Mucke ist schon vorbei. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Meide es zu lange im Dunkeln zu stehen. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir ein neues Kapitel starten. Wichtig und genau. Komm, schnell ins Licht hier. Auf geht's. Auf geht's! Und ich bin gespannt, wie das vierte Kapitel ist. Ich bin richtig gespannt.
Ah, wir gucken uns das Video nochmal an. Auf jeden Fall. Ich den Feuer? Nein. Kann man sich schon mal merken. Prison. Okay. Oh, ich muss ja auch hingehen. Kinderkarussell, ja, Jahrmarkt. Rummel nennt man das auch. Mauern, die sich zubauen wieder rückwärts. Keine Ahnung. Ist im Knast immer schlecht, wenn die Mauern sich von alleine wieder aufbauen, wenn man sie aufgebrochen hat. So. Eine Kerze. Gut. Ich nehme diese Kerze. Packe eine Kerze gleich hier hin. Weil wird bestimmt dunkel. Da hängt ein Schlüssel. Aber wir müssen gucken, welches Kapitel wir jetzt annehmen. Ich will natürlich keins annehmen, was wir schon hatten. Du kommst mal dahin. Weil. Abbrechen. Schlüssel, den hatten wir schon aufgenommen. Das ist ein Kapitel hier. Aber das wird das ganz am Anfang sein, glaube ich, mit diesem Jungen, der da immer kommt. Das hakt schon wieder so blöd. Oh, was ist das? Das fiel mir noch nie auf. Okay. Oder hat das Spiel nur drei Kapitel und das war's? Irre ich mich mit vier Kapiteln? Habe ich da irgendwas missverstanden? Wir konnten hier einmal einen Panda-Bären aufheben. Das war ein Kapitel. Und den Schlüssel. Das war ein Kapitel. Also es waren die ersten beiden. So, hier hatte ich den Krückstock aufgenommen. Das war Rakans Kapitel. Warum machst du die Tür so? Sehen hier. Die hatten wir schon. Könnt ihr auch gerne mal googeln. Wie man das vierte Kapitel, wenn es denn eins gibt, was ich aber glaube, wie man das triggert. Jeden Fall werde ich mich erstmal im Haus umgucken. Schauen, ob es was Neues gibt. Irgendwo muss es ja etwas Neues geben. Auf jeden Fall kann ich nochmal zum Trophäenraum. Sehr guter alter Safe.
Ja, ich gehe mal zum Trophäenraum und werde mal schauen. Schlüssel mit kleinem Spiegel, ja. Garagenschlüssel, weiß ich auch, wo er ist, müsste ich nur holen. Komm, nix. Okay. Garagenschlüssel. Ich bin auch mal da reingekommen. Ich will da auch rein. Okay. Ah, okay, jetzt haben wir natürlich das Auge. Moment, wenn es doch nur drei Kapitel, ich ging davon aus, dass es vier sind wegen dem hier. Aber hier wurde ja die Maske aufgehangen, aber nur irgendwie ein, zwei Teile der Maske, wenn ich mich nicht irre. Hier war das Gebiss von der Kleinen, ich glaube Lucy hieß sie. Hier war, weiß ich jetzt nicht mehr, das zweite Teil auf jeden Fall. Das dritte Teil des Auge. Ich hole mir mal erstmal einen Garagenschlüssel. Das muss ich natürlich nur. Den Raum finden. Der ist unten im Keller der Waschraum. Nicht der obere, jetzt muss ich mal gucken. Gehe ich hier durch, ja. Oder war der hier? Mo Mang! Da ist er nämlich drin. Schlüssel. You're welcome. Was war das? Hat sie hier gerade hinter der Pflanze einen Arm ausgestreckt, oder? Ah, guck mal hier. Das ist die. Ja. Du bist völlig bekloppt in diesem Game hier. So, ich gehe erstmal hier hoch, mach den Garagenschlüssel da rein. Wieso blinkt das? Deine Hände sind voll. Okay. Dann lassen wir das mal kurz fallen. Okay, geht nichts. Okay. Bitte nehmen. Gleich eine verwenden. Einfach mal so, weil wir es können. Und aufschließen mit Garagenschlüssel. Okay. Da werden wir wieder. Okay, liegen noch eine ganze Menge Glühbirnen rum. Das haben wir natürlich jetzt auch noch nicht gemacht hier. Beziehungsweise können wir noch öffnen wegen den anderen Kapiteln, ne? Oh, das haben sie aber nicht überarbeitet hier. Sieht bestimmt schön bescheuert aus mit meinem Arm hier, ne? Das müsste das, genau das Omega-Symbol. Ist jetzt natürlich noch nicht offen. Gucken wir mal in die Garage, ob ich da irgendwas triggern kann. Also wie gesagt, sollten es nur drei Kapitel sein. Nur in Anführungszeichen. Ich fand das schon ziemlich gut und viel, was wir spielen konnten und durften. Dann mache ich die beiden anderen auch noch zu Ende. Ne? Werde dann zwar ein bisschen durchlaufen und so, aber ich habe das ja in den vorherigen Videos eigentlich schon gemacht. Da kommt die Glaskugel rein. Die können wir schon mal öffnen. Aber es wird dann eben ein bisschen dauern. 20 Liter.
Ne. Scheint es sonst nichts zu geben. Aber wo habe ich denn vier Kapitel gelesen? Ich bin mir fast sicher, es vier Kapitel geben soll. Okay, dann werde ich die Folge hier mal beenden, werde mich jetzt mal schlau machen, wie viele Kapitel es gibt. Und ja, den Rest, den werden wir dann sehen, ne? Auf jeden Fall bringe ich das Spiel zu Ende. Ich möchte auch sehen, wie es richtig endet, ne? Was überhaupt passiert ist, warum es da spukt und ja, das Ganze drumherum. Das kriege ich ja leider nicht raus, wenn ich erst die ersten beiden Kapitel spiele, mir dann Windows abschmiert, ich alles neu formatieren muss, jetzt nur das dritte Kapitel spiele, geht das Spiel somit ja nicht zu Ende. Also, ich bedanke mich fürs Zugucken, auch wenn die Folge heute relativ kurz war. Ein paar Minütchen fehlen noch. Und lasst mir gerne ein Like da, ein Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss.